Wissenschaft und Wasserwirtschaft, zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Doch ein Blick hinter die Kulissen offenbart erstaunliche Zusammenhänge. Und die zeigen wir Ihnen jetzt in HWK-TV. Was verrät ein Abwassersystem über seine Zeit? Welchen Einfluss hat es auf die Stadtentwicklung? Fragen, denen sich Dr. Reinhard Kallenbach aus Koblenz wissenschaftlich widmete. In seiner Promotion fasste er zusammen, warum gut funktionierende Fähr- und Entsorgungssysteme so wichtig sind. Ohne öffentliche Gesundheitsinfrastruktur wäre eine Stadt nicht lebensfähig. Sie müssen das vergleichen mit Adern, Lebensadern, durch die Wasserversorgung läuft, durch die die Entwässerung gewährleistet wird. Ver- und Entsorgung war natürlich schon in Städten der Antike ein Thema und auch in mittelalterlichen Städten war dieses Thema schon wichtig. Aber es wurde richtig entscheidend erst im 19. Jahrhundert. Und da muss man eigentlich diese ganze Geschichte mit der Industrialisierung sehen, mit dem Bevölkerungswachstum, mit den Erfolgen in der Landwirtschaft, auf der anderen Seite mit den sehr begrenzten Arbeitsmärkten, dass die Leute in die Städte flohen, dass die Häuser auf einmal nach hinten erweitert und aufgestockt wurden und die praktisch die Entsorgungseinrichtungen, die sie hatten, die spärlichen, nicht angepasst wurden. Das macht eigentlich erst erforderlich, dass man sich genau überlegte, genau geplant ist eigentlich zu entwickeln. Von der Wissenschaft zur Wasserwirtschaft und damit in die Praxis. Was sich hier in den Klärbecken der Stadt Koblenz abspielt, hat es biologisch und chemisch ebenfalls in sich. Hochkomplizierte Vorgänge, Umwandlungen und Reaktionen sorgen dafür, dass aus dem, was wir durch den Abfluss verabschieden, gereinigtes, sauberes Wasser wird. Doch der Weg von der Badewanne zum Klärwerk ist lang und technisch anspruchsvoll, was Betriebsleiter Thomas Kesselheim mit Fakten belegen kann. Das Koblenzer Kanalsystem hat eine Länge von ungefähr 500 Kilometern und ist an für sich zur Sammlung und gefahrlosen Ableitung des hier im Stadtgebiet von Koblenz anfallenden Abwassers erforderlich. Gemäß der Eigenüberwachungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz warten wir unser Kanalsystem mit der optischen Untersuchung. Sollte dort ein positiver Befund vorliegen, ist dann diese Haltungsstrecke erst in 10 Jahren wieder dran. Ansonsten, wenn Auffälligkeiten sind, geht das dann entweder weiter an unser Kanalschadensmanagement, wo eine kurzfristige Sanierung entweder anberaumt wird oder es geht in unsere Planung und Bauabteilung, wo eventuell das ganze Kanalstück ausgewechselt wird. 500 Kilometer Kanalsystem unter Koblenz, das ist die gleiche Entfernung, die Hamburg und Koblenz voneinander trennt. Jeder einzelne Kanal muss rund um die Uhr funktionieren. Verstopfungen können fatale Folgen haben. Kontrolle, Wartung und gegebenenfalls Spülung sind Voraussetzungen für ein gut funktionierendes Abwassersystem. Und hier kommen Sie ins Spiel, die Fachleute des Rohr- und Kanalreinigerhandwerks. Ausgerüstet mit Hightech-Equipment unternehmen Sie Reisen durch die Unterwelt und können über ferngesteuerte Kameras Gegenden im Kanalsystem erkunden, die herkömmlich überhaupt nicht erreichbar sind. Unsere Firma ist ein Kanalreinigungsbetrieb, Industriereinigung, Hausanschlussreinigung. Wir machen hauptsächlich Kanäle im Industriebereich, im kommunalen Bereich, im privaten Bereich. Wir untersuchen zurzeit hier, machen wir eine Gewährleistung und Neuabnahme vom Hauptkanal. Reinigen noch Teiche, Klärteiche oder Fischteiche. Da haben wir das öfter schon mal bei der Reinigung festgestellt, damit zum Beispiel eine Handgranate oder ein altes Gewehr vom früheren Weltkrieg. Oder Gewehre oder Pistolen, also wir haben da schon alles gefunden. Bleibt mal mit der Kamera im Rohr stehen, um irgendeinen Schaden zu inspizieren. Kommt doch mal eine Ratte aus dem Hausanschluss raus und setzt sich vor die Kamera und macht dann ein kleines Interview mit uns. Also das haben wir schon öfter aufgenommen. Und sobald die Kamera zum Fahren geht, sind die Ratten wieder weg. Aber wir haben öfter Aufnahmen, wie gesagt, da die auch vorne an die Kamera rein, an die Linse, vor allen Dingen an das helle Licht, dann setzen sie sich vor die Linse und putzen sich schön sauber, als ob sie wüssten, dass sie gefilmt werden. Und so sorgen Handwerker mit dafür, dass alles fließt. Und auch bei der Zukunftsforschung der Wasserfähr- und Entsorgung greift das Handwerk kräftig zum Werkzeug, hier zum Mikroskop in der Materialprüfung. Dennis Weiler, der gerade sein Studium an der Fachhochschule Koblenz beendet hat und beim Hochschulpreis der Wirtschaft eine lobende Anerkennung erhielt, hat sich auf die Kunststoffbearbeitung spezialisiert. Und die hat, auch beim Wasserleitungsbau,
im Kunststoffcenter der HWK Koblenz ihren festen Platz. Hier hat Weiler als Student viele Stunden in die Forschung und Entwicklung bei der Kunststoffverarbeitung gesteckt. Sein Wissen bringt er heute unter anderem in die HWK-Weiterbildung ein. Gerade wurde gezeigt, wie zwei Wasserleitungsrohre bei einer Stumpfschweißmaschine stumpf geschweißt worden sind. Als Weiterbildungsangebote haben Sie hier im Kunststoffzentrum der Handwerkskammer Koblenz die Möglichkeit, Lehrgänge im Bereich Rohrleitungsapparat und Behälterbau zu machen. Und des Weiteren ist es möglich, einen Kunststoffschweißfachmann hier zu absolvieren. Der nächste Lehrgang im Kunststoffcenter der HWK Koblenz beginnt am 3. Mai und richtet sich an PE-Schweißer für Gas- und Wasserrohrleitungen. Infos und Anmeldungen zu diesem Kurs gibt es im Internet unter brbv.de. Informationen zum Weiterbildungsangebot der Handwerkskammer Koblenz finden Sie unter hwk-koblenz.de und ein umfangreiches Senderarchiv mit allen Sendungen HWK TV gibt es ebenfalls im Internet unter hwk-tv.de.